Was findest du schlimmer, FDP oder AfD? Das ist jetzt noch eine wichtige Frage. FDP. FDP findest du schlimmer, weil sie noch neoliberaler sind, nehme ich an? Die finde ich sogar schlimmer als die Grünen, ja. Das ist also die Partei, wo ich mich am meisten freuen würde, wenn sie aus dem Bundestag fliegt. Kurz, also ich kann es mir denken, aber vielleicht begründest du es mal kurz mit deinen Worten. Also es ist die neoliberalste Partei, die wir in Deutschland haben. Also das versteht sich von selbst. Die haben mit dem Lambsdorff-Papier und ihrem Wechsel von der rot-gelben in die rot-schwarze, rot-schwarze sei schon, schwarz-gelbe Koalition überhaupt erst die Einführung des Neoliberalismus in Deutschland mit vorangetrieben und waren in den vergangenen Jahren immer stabil dabei, wenn es darum ging, irgendwie eine bessere Finanzpolitik zu verhindern. Also aktuell sehen wir ja, dass Christian Lindner entgegen jeder Vernunft in einer Rezession, die von der Bundesregierung durch ihren Wirtschaftskrieg gegen Russland mutwillig ausgelöst wurde, die Lage sogar noch dadurch verschlimmert, dass er die Schuldenbremse einhalten will. Und ja, was soll man zu dieser Partei groß sagen? Für Lindners Parteifreunde kommen ein paar Steuergeschenke rum, also diese Steuersenkung für Unternehmen im Umfang von 6 Milliarden Euro. Aber für die Landwirte werden die Steuern auf Agrardiesel erhöht und für viele Verbraucher die Steuern auf Gas, Fernwärme, Essen, also auf alles Mögliche. Da sind die Grünen ja auch für, dass sämtliche Sachen stärker besteuert werden. Natürlich, natürlich. Aber man schiebt es dann immer auf die FDP. Das ist ja dann das immer diese Argumentation. Das ist ein bisschen die Strategie der Ampel, oder? Das ist auch mein Eindruck schon von Anfang an quasi gewesen, seit der Ampelregierung, dass wenn jetzt die Grünen oder teilweise auch die SPD etwas, was von ihren Wählern gewolltes, finanzielles, nicht durchgebracht oder wird, dass sie dann immer sagen, ja, die böse FDP ist ja immer alles schuld. Also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch, dass sie da die FDP immer so ein bisschen als Sündenbock benutzen innerhalb der Ampel. Obwohl sie es wahrscheinlich genauso machen wollen würden. Ja, ja, ja. Also wir sehen ja, dass, wenn es darum geht, Kapitalinteressen zu bedienen, sie sich sofort einig sind. Das Bundeswehr-Sondervermögen war innerhalb weniger Tage durch. Ja, ist da? Also da hatten wir auch eine gute Mehrheit. Also ich glaube, wir sind uns dann in vielen Dingen einig. Ich würde mich auch tierisch freuen, wenn die FDP aus dem Bundestag fliegt. Jetzt gerade, ich habe eben mal die neueste Umfrage geöffnet. Vom 28., also von vor 2 Tagen, die FDP hatten 4,9%. Das heißt, nach aktuellem Stand würde die FDP aus dem Bundestag fliegen. Ich habe gerade so ein Grinsen bekommen. Ich weiß ist ja auch verdient. Sie haben ja auch die Wählerschaft gnadenlos belogen. Ne? Ist jetzt nicht nur das Neoliberale und so, da bin ich nicht so drin, aber wenn man sich anschaut, und Christian Lindner stellt sich hin, 21 im Wahlkampf, hört sich durchaus recht basiert an in vielen Dingen, ja. Nee, Impfpflicht nee, und sowas gibt war, es nicht. Das war damals also gesellschaftliches. Schon klar, Es ja, war damals warum? Schon klar, dass er lügt. Also klar, ich habe es auch gedacht, aber... Die FDP hat damals Steuersenkungen in Höhe von 90 Milliarden Euro ungefähr gefordert. Dazu noch, dass keine neuen Schulden, also Schuldenbremse eingehalten wird. Und also das passt nicht zusammen. Du kannst nicht sagen, wir kommen gerade aus einer Rezession raus. Dann ersparen wir sofort so hart, wie es geht. Und senken dann noch die Steuern um 90 Milliarden. Wo soll das Geld herkommen? Die FDP hat keine Einsparung genannt, die irgendwo dieses Geld hätte herkommen können. Also die FDP, es war damals schon klar, dass sie lügt. Mhm. Aber ja genau, aber er hat sich ja hingestellt, hat zum Beispiel mit uns eine Impfpflicht, würde es niemals geben. Steuererhöhung, wir sind mit das höchst besteuerte Land der Welt, sowas wird es bei uns natürlich nicht geben. Wortwörtlich 1, 2, 3 Wochen später, die FDP war pro Impfpflicht. Die FDP war beteiligt innerhalb der Ampel an Steuererhöhungen. Ich erinnere mich, die allererste war wohl die Zuckersteuer oder so, die erhöht oder eingeführt worden ist zu dieser Zeit. Und da wusste man direkt, jedes Wahlversprechen ist einfach nichts wert. Ja. Ja, auch die Krankenkassenbeiträge wurde erhöht. Dann wurde so eine Steuerreform bei Landwirten durchgebracht. Die ist ziemlich kompliziert. Ich habe mir damals die Rede von Christian Görke angesehen. Der hat im Bundestag begründet, warum das eben de facto eine Steuererhöhung für Landwirte schon damals war, von einigen hundert Millionen Euro. Naja, und was hat sie denn noch gemacht? Eine Sache wollte ich noch sagen, die ist mir gerade entfallen. Hier steht gerade im Chat, die FDP hat die allgemeine Impfpflicht verhindert. Das höre ich zum ersten Mal. Man selbst dafür, total. Also, zumindest Lindner hat da permanent was gesagt. Vielleicht habe ich da was verpasst, aber ich höre es zum ersten Mal. Mein Stand war auch, Ampel war ganz klar dafür, inklusive FDP. Nee, da, bei der Bundestagsabstimmung, da waren sie dann doch dagegen. Da hatte der Kubicki mit der Wagenknecht zusammen Antrag gestellt. Das war ein ziemliches Verwirrspiel damals. Also
als dann klar war, dass die Bevölkerung gegen die Impfpflicht ist und die Impfpflicht nicht notwendig ist. Aber in dieser heißen Phase, da gab es sehr viele Regierungspolitiker, die dafür getrommelt haben. Ja, okay, kann sein, dass sie es dann im Nachhinein, als es eh schon vom Tisch war oder was auch immer. Ja, das waren die Bundestagsabstimmungen. Da gab es schon einige, die noch dafür getrommelt hatten. Aber jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Alle drei Parteien haben vor der Wahl Steuersenkung für die breite Mehrheit der Bevölkerung gefordert. Also vor allem bei der Einkommenssteuer. Verschiebung des Einkommensteuertarifs nach oben. Die FDP hat gesagt, wir senken die Steuern für alle, aber für Reiche am stärksten. SPD und Grüne haben gesagt, wir senken die Steuern für den Großteil, aber für Reiche erhöhen wir sie ein bisschen. Und da hätte man sich ja eigentlich einigen können. Okay, die Steuererhöhung für Reiche sind mit der FDP, die Steuererhöhung für Reiche sind mit der FDP nicht zu machen. Also senken wir doch einfach die Steuern für die Mehrheit. Man hätte ja einfach die Freibeträge bei der Einkommensteuer verschieben können. Das wäre ja gegangen. Hat man das gemacht, obwohl alle drei Parteien das gefordert haben? Natürlich nicht. Ich meine, dass man die Steuerfreibeträge doch erhöht hat um, ich glaube, 900 Euro oder so. Das ist nicht viel, aber man hat auf jeden Fall ein kleines bisschen was gemacht. Nee, nicht relevant. Also das war eine Inflationsanpassung. Also du hast ja immer, du musst das immer automatisch ans Existenzminimum anpassen. Ich musste gerade mal hier einen Timeout wieder verteilen, als er das wieder... Der arme Riven. Ein Riven. Ich habe ihn das erste Mal heute gesehen und direkt ist er getimeoutet. Ich lese hier schon, wäre ich ein libertärer Hitler. Meine Güte, Riven, was schreibst du doch immer wieder? Ja, das ist so unser Haustroll. Tut mir leid. Was für ein Satz. Oh, Libertäre, habt ihr mitbekommen, was Milei gerade in Argentinien macht? Ich habe vorhin irgendwas von ihm gelesen, wegen Verboten oder so, aber du kannst mich jetzt nochmal gerne aufklären. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Also ich muss erstmal nochmal anmerken, kurz bevor du was sagst, was der so raushaut, ich feiere den Typen. Der setzt sich da so im Interview hin und sagt was von wegen, wir geben diesen scheiß Linken keinen Millimeter. Ey, ich hab mich totgelacht, es ist wirklich geil. Er ist lustig, aber ich glaube, politisch ist er ein Trojaner, der ist ein Transatlantiker. Aber er ist lustig, ja, er hat viele Ministerien oder halt so Organisationen eingestampft, die eben diese Woke-Agenda unterstützen. Ja, aber am Ende musst du ein bisschen weiterdenken als so Kleinigkeiten, denke ich. Aber gerne, Agitator. Er hat tatsächlich den BRICS-Beitritt gecancelt schon und er lässt jetzt das Demonstrationsrecht einschränken. Das heißt, die Massenproteste, die vor allem, also die Walker-Agenda, die ist in Argentinien gar nicht mal das große Streitthema. Also die spricht Milei auch noch mit an und da hat er vielleicht vernünftige Positionen, aber... er möchte den Sozialstaat komplett zerschlagen in Argentinien, einem Land, das sich sowieso schon in einer schweren Wirtschaftskrise befindet. Und dagegen gab es natürlich von Gewerkschaften sofort Massenproteste. Und diese Massenproteste will er jetzt dadurch unterbinden, dass er das Demonstrationsrecht einschränkt. Also dann kannst du nicht mehr mit 10 Leuten demonstrieren gehen. Das soll dann verboten sein, bis der Notstand da nicht mehr geht. Das sind seine aktuellen Pläne. Ist das jetzt wirklich so? Also inwiefern, was für einen Notstand gibt es denn da, den er dann argumentiert? Also ich bin da gar nicht drin tatsächlich im Game. Also er versucht den aktuell noch durch den Kongress zu bekommen, aber wie gesagt, das vor allem lässt sich damit das Demonstrationsrecht einschränken, aber durch Präsidialverordnung könnte er dann halt seine ganze Schocktherapie ziemlich einfach am Kongress vorbei durchziehen. Also beispielsweise die Macht der Gewerkschaften brechen oder Kündigungsschutz und alles lockern, staatliche Betriebe viel leichter privatisieren, all das könnte er dann ziemlich leicht durchziehen. Und das wäre halt eine ökonomische Katastrophe. Also so eine Rezepte, wie sie Milei gerade vorschlägt, die sind in der Vergangenheit in Argentinien schon katastrophal nach hinten losgegangen. Also der Letzte, der auch für Liberalisierung auf den Kapitalmarkt gesetzt hat, war Mauricio Macri. Und der hat Argentinien überhaupt erst die hohe Inflation beschert, die es heute hat. Okay, also ich weiß jetzt auch zum Beispiel ja eben nicht, wie so die politische wie es innen in Argentinien so aussieht, was jetzt so Wokeness und sowas betrifft. Wenn ich jetzt an Argentinien denke, denke ich an letztes Jahr Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nicht, weil sie gewonnen haben, sondern mir ist tatsächlich bei denen aufgefallen, dass es wortwörtlich die einzige Mannschaft war, die komplett weiß war. Das hat mich sogar gewundert, weil gerade Südamerika ja auch eher gemischt unterwegs ist, wenn man jetzt so Länder wie Brasilien und so sich anschaut. Da dachte ich mir, leben die da vielleicht noch in einer ganz anderen Zeit? Haben die keine Migrationsströmungen hinter sich und so weiter und so fort? Haben die überhaupt irgendwie was mit dieser Woken-Kultur zu tun? Aber wenn ich dann jetzt halt sehe, hier den Wahlkampf von Milei da mit den ganzen Abuera und so, scheint es ja doch auch durchaus ein Thema dort gewesen zu sein. Aber wenn man dann jetzt über Milei liest, was mich skeptisch macht, ist, dass er halt so ganz Amerika, also ganz USA-nah ist und unbedingt ins Transatlantikum rein will und dann auch geopolitisch diese ganzen Standard-Dinger mitträgt. Ich glaube, pro Ukraine, war er pro Ukraine oder sind das Fake News? Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja, ja ne? Also er ist ein klassischer Neoliberaler eigentlich, der sich als Libertärer bezeichnet. Also er bezeichnet sich zwar als Libertärer, aber seine Politik sieht de facto genauso aus wie die aus zahlreichen anderen neoliberalen Regierungen, die wir in Lateinamerika in der Vergangenheit schon gesehen haben. Also das unterscheidet sich gar nicht mal so groß. Er hat auch Verbindungen zum WEF, also dieser Organisation, wo so dieser westliche Mainstream sowieso unterwegs ist. Ja. Also ich halte von dem nicht sonderlich viel und ich halte die Walker-Agenda auch nicht für das wichtigste politische Thema. Gerade in einem Land wie Argentinien, das wirtschaftlich extrem große Probleme hat, halte ich die Wirtschaftspolitik für viel, viel wichtiger. Ich sehe gerade im Chat, Zelensky war sogar bei seinem Amtsantritt dabei. Ja, okay. An dem Punkt bin ich dann tatsächlich raus, was Befürwortung angeht. Und dann werde ich zum Verschwörungsideologen. Deswegen, aber er ist auf jeden Fall lustig, charismatisch, aber das muss man ja auch sein in einem Wahlkampf. Ja, mal Dieser sehen. Fettsack schreibt, von WEF hat er sich schon distanziert. Ich weiß nicht, inwiefern das zustimmt, Ja, aber aber ich seine weiß, dass er da neoliberale gute Politik Verbindungen führt da hatte. trotzdem durch. Also, Muss auch sagen, schön, ich dass bin er sich auch, da. wenn er wirklich, bezeichnet er sich wortwörtlich selber als Libertärer? Oder ist das, ja? Wenn das, also ich bin ja selber auch nicht libertär und finde Libertarismus auch nicht so gut. Ich bin durchaus für einen Sozialstaat, der gerecht ist. Wie nennt man das da? Vielleicht einen sozialen Kapitalismus oder was weiß ich. Auf jeden Fall jetzt keinen harten, puren, monströsen Kapitalismus. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Ich tue mich immer Anderweitig auch schwer mit den nicht. Begriffen. Also, Ja, das es ist, ist immer du kannst im Definitionssache, Endeffekt ja. eigentlich alles unter soziale Marktwirtschaft irgendwie zusammenfassen. Es ist halt am Ende selbst Auslegungssache, wiefern man den Staat wichtig sieht. Ich glaube, kaum einer ist wirklich ein Vertreter der kompletten freien Marktwirtschaft oder Ja, Libertäre ja schon, eines teilweise. kompletten sozialen Marktes. Ja, gut. Komplett freier Markt ist immer schwierig. Ich glaube, komplett sieht das keiner so. Naja, es gibt einige Libertäre, die sind so irre. Also, es gibt einige Libertäre, die sagen wirklich, wir brauchen eine Privatrechtsgesellschaft. Also, solche Leute wie Hans-Hermann Hoppe. Aber das ist der radikale Rand. Also, diese Grenzen zwischen Neoliberalismus und Libertarismus sind fließend. Die meisten Libertären setzen sich halt für so einen Minimalstaat, wie wir ihn annähernd im 19. Jahrhundert hatten. Also, einen Laissez-faire-Kapitalismus. Also, fast kein Sozialsystem. Der Staat stellt Polizei, Armee und hält sich sonst aus dem gesellschaftlichen Leben raus. Also, das ist wohl das, was die meisten Libertären wollen. Und was auch das Utopia der Neoliberalen ist. Also, wie gesagt, die Grenzen zwischen Libertarismus und Neoliberalismus sind fließend.